bin wieder da. Ich steh vor dir, ich glaube fast, ich träume. Ich bin wieder da und jeder Tag kam mir unendlich vor. Ich schau dich nur an und frag nicht lang, was zwischendurch geschah. Für mich gibt's nur eins, was heute zählt. Ich bin wieder da. Ja, ich weiß, es macht auch Spaß, wenn man durch fremde Gärten geht. Bunte Blumen blühen rund um diese Welt. Und ich pflück den schönsten Strauß, doch der verwelkt, der Duft verweht. Und dann weiß ich es, dass gar nichts mehr mich hält. Frag ich mich, warum ich fortging, fällt mir keine Antwort ein. Jener Sturm, der oft mich treibt, der war es wohl. Aus den vielen Fehlern, die man macht, erkennt man mit der Zeit, dass man dort, wo man zu Hause ist, bleiben soll. Ich bin wieder da, ich steh vor dir und glaube, was ich träume. Ich bin wieder da und jeder Tag kam mir unendlich vor. Ich schau dich nur an und frag nicht lang, was zwischendurch geschah. Für mich gibt's nur eins, was heute zählt. Ich bin wieder da. Er ist wieder da, Gott sei Dank, zur 17. Ausgabe von Als wär's gestern gewesen. 17. Nummer 17, aber diesmal ist es eine Spezialausgabe. Man hat es vielleicht an den hüpfenden Buchstaben, die die Signation ergänzt haben, gemerkt. 80 Jahre Peter Rapp und heute wollen wir ein bisschen so zum Besten geben, was du so im Laufe von über 60 Fernsehjahren alles gezeigt hast. Naja, es ist, also das zum Beispiel mit Abstand gesehen, wird auch nicht weniger peinlich, als es damals schon war. Aber der elastische Hüftschwung allein ist es schon wert, es wieder zu zeigen. Ne? Naja, ich bin ja nicht der Vorturner der Nation. Ich habe da ein Vollplayback des lieben Udo Jürgens, der mich komischerweise nicht verklagt hat nach dieser Sendung. Damit hätte ich rechnen können. Aber er hat Humor gehabt, glaube ich. Musste er haben mit dem. Lass dich einmal heute überraschen. Ungern, aber versuch's. Im Gegensatz zu den früheren Sendungen weißt du heute überhaupt nichts, was auf dich zukommt. Darum sage das ich ist dir mal, gut so. Also es wird keine Dokumentation, wir wollen nichts chronologisch machen, aber am Anfang müssen wir natürlich die Anfänge von dir. Da gab es zwei wesentliche Daten. Das eine war der 1. Oktober 67 und das andere der 17. März 68. Das erste war Österreich 3. Ja. Du warst die erste Stimme nach der Kennung von Ernst Grissemann, die auf jeden Fall moderiert hat. Ja. Und das zweite war die erste Spotlight-Sendung. Ja. Und aus dieser Zeit, also von den ersten Sendungen gibt es nichts, aber aus den Anfangsjahren 68, 69 habe ich da ein bisschen was zusammengestellt. Mir macht es unerhörten Spaß, Leute zu unterhalten. Ob ich das auch immer schaffe, das ist fraglich. Und Sie, meine Damen und Herren, haben die DJs, die Discjockeys einmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Und jetzt sehen Sie sie noch in einer Umgebung, die rund 1 Million Schilling gekostet hat. Das ist nämlich eines der modernsten Lokale in Österreich. Well, the reason I'm standing here today is a question of the Austrian and the English pop music. As you all know, we are taking a lot of English pop music to Austria and anywhere else all over the continent. Well, today I have to say, why don't you English people take the Austrian pop music? Have you ever heard about it? Why ignore they the Austrian pop music? Have you ever heard Austrian yodeling? It's so nice. That do you know it? Very interesting indeed. Tag, Chris Endos. Wie geht's? Darf ich erst hier einen Anschluss haben? Solange kann sie nämlich kein Mensch hören. Anschluss ist immer was Gutes. Augenblick. So, ich sitze da schon eine ganze Weile. Haben Sie zufällig eine Zigarette? Für mich. Vielleicht auch für meinen Regisseur, der da ist. Es war die letzte, tut mir leid. Es war die letzte. One road leads to sadness. One road leads to pain. One
mein allererster Auftritt im Fernsehen war mit einem Lied von dir. Wo? In der Theodor-Körner-Halle in Schwechat, in der Sendung Leute von heute, habe ich gesungen. Was hast du gesungen? Go Man Go. Go Man Go. Und ich würde dich bitten, das haben sie schon befürchtet, dass ich das jetzt mit dir singen dürfte. Go Man Go. Go Man Go. Go Man Go. Go Go Go. 7 Tage braucht ein Tram. Go Go Go. Tage bis zum Camp. Ja, später. Oh, oh. Hey, boy, du trägst die Last der anderen mit. It's a heavy load. Hey, boy, du weißt nicht mal für wen. Oh, no. Na, bleiben wir doch gleich bei Spotlight. Was fällt in der heutigen Dekoration bei uns auf? Bis auf das Emblem. Das Emblem, das haben wir nachgemacht, speziell für dich, weil es gibt überhaupt nichts aus der damaligen Zeit. Aber Das ist dem Original nachempfunden. Und was fällt dir an mir auf? Nichts. Aber ein bisschen zugenommen hast du, soll mir auffallen. Ja, Gott sei Dank, damit man das auch schön sieht. Ja. Das ist nämlich ein Screenshot aus einer Spotlight-Sendung. Also das Datum dieses Fotos ist der 24. September 1975. Wen habe ich denn interviewt, in dem, wo du das rausgeschnitten hast? Den Frank Zander direkt. Den lassen wir schenken. Und sein Manager, der ihm die goldene Schallplatten überreicht hat. Also wir wünschen ihm bald besser und dem Frank. Aber wie gesagt, ich damals 15, du 31, also 49 Jahre später sitzen wir wieder nebeneinander, was mich sehr freut. Lass diese Zahlenspiele rein. Was du sonst noch so in Spotlight zu bieten gehabt hast, also du hast nie so Moderationskarteln wie ich heute gehabt, du hast immer sehr extemporiert, du hast auch mit deinen Gästen nicht nur gefragt, was haben sie sich gedacht beim letzten Lied oder was sind ihre nächsten Pläne, du hast immer sehr viel auch mit den Gästen gemacht und da gibt es jetzt einen kleinen Zusammenschnitt, Rap in Action. Na, servus. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Gut aufgelegt begrüßt alle Spotlight-Gäste Eva-Maria Kaiser. Ich darf Ihnen heute die neueste Talentegruppe vorstellen. Leitung Peter Jones, Künstlername Spike Rapp. Ich habe ihn selber gemacht, er wird grauslich sein. Ja, ein Kamillentee muss grauslich sein. Also wenn du mir einen Kamillentee zeigen kannst, der gut schmeckt, dann hast du was Neues erfunden. Ich kenne nur einen grauslichen Kamillentee. Trinkst du das immer? Und das ist eine der seltsamen Dinge, die man nicht erklären kann. Ein Aberglaube, er schmeckt mir nicht. Aber wenn ich singe, dann trinke ich ihn. Zeig, und nachdem kannst du noch singen? Ja, du, also ich weiß nicht. Besonders nicht, aber bisher ging es immer. Wo soll der Mann geben? Ha! Auf! Was ist das? Das war schnell. I shall watch your hand. Irgendwo müsst ihr da durchkommen. Na! Na! Au! It's all right, come back, come back, come back. Das tut aber weh. Come on. Versuchen wir es mal langsam. Slow motion. Slow motion. Gut. Ist eh gescheiter. Chap. Chap. Right. Step. Ow! Ay, no digas que tú no quieres, que tú no quieres. Quieres mi amor, because I love you, I only want you, oh how I need you, that is for sure. I know digas que tú no quieres, que tú no quieres. Quieres.
Gut, Liese, gut, steh. For you I am a special clown. Na, kann der was? And my song goes round and round. Auf jeden Fall, er gibt sich Mühe. I never think it's now or never. Sehr schön, Heinz, schönchen. So listen now, give me your hand. Aber wir lieben das Deutsche, die Polka, jawoll. Wir haben dich jetzt schon zweimal mit Zylinder gesehen, einmal in London ja. Und jetzt auch wieder beim Chris Montes, wie du ja. als Hutschenschleuderer aktiv warst. Es gibt eine Dame, die kann sich an dich noch sehr gut erinnern, als du sehr oft mit Zylinder aufgetreten bist. Bin ich von der geschieden? Na schau mal, da ist sie. Ja, hallo lieber Peter, ich sitze jetzt hier, nämlich schon 80 und du bist es demnächst. Gratuliere natürlich ganz herzlich und ich kann nur sagen, ja, du bist ein alter Wegbegleiter, so wie ich für dich eine alte Wegbegleiterin bin. Ich erinnere mich vor 50 Jahren, also 1973, als wir gemeinsam in der Manege gestanden sind, das heißt gemeinsam eigentlich nicht, sondern alternierend, wo du mich geholt hast, das erste Mal für Moderationen im Zirkus. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Artisten, Tiere, Attraktionen 1974. Nervöser als sonst vor der Kamera? Ja, eigentlich schon. Es ist ein ganz anderes Metier, es ist völlig neu und es ist vor allem Zirkus einmal von einer anderen Warte. Das Wesentliche zwischen uns war immer, dass wir einander natürlich schon ein bisschen die Sticheleien hin und her geschmissen haben, aber das hat zum Spaß gehört und ich glaube, das macht man nur mit jemandem, den man wirklich gern hat. Jemand, der am Wurscht ist, also da tut man sich das gar nicht an. Na Moment mal, ich dachte, das gehört dazu, das wird irgendwas Vernünftiges. Hey Sie, hey Sie! Darf ich Sie in aller Höflichkeit was bitten? Sie. Ja. Hören Sie mir genau zu, okay? Nein, nicht. Absetzen. Und jetzt passen Sie auf. Raus. Der Peter als Mann kam für mich eigentlich nicht in Frage, aber das weiß er auch, weil er kennt ja meine Liebschaft. Du wirst den Menschen auch immer in Erinnerung bleiben als jener Moderator, egal was, der aus dem Stegreif eine ganze Sendung hinlegen kann. Also das kann dir keiner nachmachen, hat dir auch keiner nachgemacht und es wird auch niemand nachmachen können. Wir sind alte Freunde geworden, wir haben unsere Späße miteinander, wir können beide über uns selbst lachen und ich wünsche dir noch eine gute Zeit, was immer du treibst und ich bin immer für dich da. Also wirklich rührend. Erstens einmal, die Chris war immer eine Liebe. Und ich danke dir für die netten Worte. Und die hatte immer schon ein durch und durch komödiantisches Talent, was man dann ja auch in anderen Sendungen gesehen hat, sei es Tohu Wabohu ja, oder beim Lodinski, oder ja. beim, Lodinski, beim ja. Zenker auch, hat man es auch erlebt. Genau. Chris hat immer dieses Talent gehabt. Bleiben wir noch ein bisschen bei Spotlight. Bitte. Also ich habe einmal geschaut in der Statistik, wer denn die Leute waren, die am öftersten bei dir in der Sendung aufgetreten sind. Da ist zum einen natürlich einmal der Wolfgang Ambros. Ja. Peter Cornelius war ja. auch relativ oft. Aber die Spitzenreiter, weißt du, wer die waren? No. The best damn band. Weidmanns Kiffel Group. Weidmanns Kiffel Group und Herbert Janata. Ja. Und dann habe ich noch was gefunden, das habe ich auch da dazu gehängt. Du hast schon an deinem Geburtstag selbst, also am 14. Februar, am Valentinstag, ja. mal eine Sendung gehabt. Kannst du dich da noch erinnern? Nein. Wer dir da ein Geburtstagsständchen in der Sendung gesungen hat?
Weißt du nicht mehr, dann lass dich überraschen. Die Sendung ist übrigens Champion. Aber zuerst einmal der Wolfgang Ambros. Zwingt's mich in mein Raum. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir daheim? Zwingt's mich ganz wurscht wohin. Ich kann's nicht glauben, weil ich auch so gut bin. Aber ich glaub, da hilft kein Zwicken. Kennt man nicht vielleicht irgendwer eine Bicken? Hallo Peter! Und durch Zufall habe ich da einen Freund getroffen, der... Du bist immer auf der Tür gesessen, wenn wir nichts geschissen. Ja, wir wollten da nur gratulieren zu deinem großen Wiegenfest. Weit hast du es gebracht. 80 Jahre alt, wie hättest du denn das gedacht, dass ich das nur erleben darf? Ja. Auf diesem Wege meine allerherzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag und was ich an solchen Stellen immer zu sagen pflege, bleib gesund, bitte. Nur nicht zurückreden und bitte, das merkt auch, stell nichts so an. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es zahlt sich nicht aus. Bist du da noch Geld? Ja, nein, ich kann mich dem nur anschließen und es vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ich rauche auch immer noch. Also ich kann auch nicht aufhören. Weitermachen. Mach. Wirst du was. Alles Gute. Dickes Bussi, mein Freund. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Peter. Happy Birthday to you. Du musst immer die zweite Stimme singen. Dankeschön. Wir waren ein paar Mal im Spotlight in die 10 Jahre, aber das gelaufen ist, waren wir, glaube ich, 5 oder 6 Mal. Und bei öffentlichen Veranstaltungen und so sind wir oft zusammengekommen. Also erster bis Blätsch, Spritz, Kippel am Sonntag, erster bis Blätsch. Erster bis Blätsch. Erster bis Blätsch, Spritz, Kippel am Sonntag, erster bis Blätsch. Erster bis Blätsch. Erster bis Blätsch, Spritz, Kippel am Sonntag, dabei hast du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, erster bis Blätsch. Eines der größten Erlebnisse mit Peter H., das war eine Veranstaltung im Seewinkel in Arbeitlohn, eine große Veranstaltung, da war eine ganze Menge Kapellen dort. Der Peter Happ hat dort hervorragend moderiert, unter anderem auch den Auftritt der Wallet Man. Und ganz spontan haben wir uns entschlossen, dass der Peter Happ mit unserer Nummer singt. Das heißt, er hat gesungen, die Zeitschrift Annoncen von unserem Billigfernsehen, und die Wallet Man hat hinten halt das Playback gespielt. Das war derart großartig, das Publikum hat getobt, da war ein Standing Ovation. Peterle, alles Gute zum Geburtstag. Willkommen im Club der 80er. Der wird immer größer, nicht? Das war vor ein paar Jahren, war das noch ein ganz kleiner Club, jetzt wird er immer größer. Ich hoffe, wir sehen uns im 90er Club auch noch und später. Wenn der Fernseher spinnt oder das Häuselstor grinnt, wo möge ich am Sonntag auf Nacht? Braucht man wem, der parat ist, noch Möglichkeit gratis, der das schnellstens und ordentlich macht. So ein Hossamariter zahlt man höchstens ein Liter und sagt ihm, das vergiss ich da nie. Da ist ich langsam geworden, die letzten nur Schnurren und der Blöde bin immer nur ich. Drum, wenn's ein Weh braucht, ruft's mir an. Das Telefon nicht besetzt ist oder ich grad nicht kann, weil ich wie man dann den Draht von ab, komm ich echt hin, weil ich bin ein echtes Weh, weil ich bin ein echtes Weh. Das war jetzt wirklich ein Wechselbad der Gefühle, weil Sachen, die einen traurig machen,
der Tanzer nicht mehr da. Sachen, die einen begeistern, der Uli Bär und der Ambros. Also, das ist ein Dokument für die Zeitgeschichte. Die zwei, wie es mir gratulieren, wäre schön. Das alte Ständchen, noch mit dem hinreisenden Fendrich, der so viele gute Lieder geschrieben hat. Also das war der 54. Geburtstag, da warst du wirklich live auf Sendung an diesem Tag. Aber es gab nicht nur die Wiener Welle, es gab auch sowas wie eine steirische Szene, die ganz kräftig sich bemerkbar gemacht hat. So was aus Graz gekommen ist, war immer ein Wahnsinn. Ja, hallo lieber Peter. Mit ganz großer Hochachtung und Wertschätzung für das, was du in deinem Berufsleben zu Wege gebracht hast und worauf du auch wirklich stolz sein darfst und kannst, wünsche ich dir heute an diesem besonderen Tag, 80 Jahre, an diesem besonderen Geburtstag herzlichst alles Gute. Viel Glück, viel Gesundheit und noch viel Erfolg und vor allem wünsche ich mir noch viele lustige, amüsante, spitze Moderationen von dir. Beste Grüße aus der Steiermark. Dein Karl Peyer. Und ein großes Prosit auf dich und auf noch viele schöne, gesunde, lustige Jahre. Prost! Romeo und Julia waren entschlossen 104. Romeo und Julia, das waren wir. Lieber Peter, leider blüht dir als ersten von uns beiden zu deinem runden Geburtstag die Erkenntnis, dass wir möglicherweise nur mehr die Hälfte unseres Lebens vor uns haben. Aber dank deines wunderbaren Humors wird es dir locker gelingen, die zu erwartende Midlife-Crisis mit links wegzustecken. Alles Liebe. Das waren es, die Steirer. Ich bin zum Teil mehr ein Fan dieser Leute als die von mir. Weil die Stimme von Karl Peyer, aber auch der Boris Bukowski, trag meine Liebe wie einen Mantel, der dich schwärmt. Langsam wird es gefährlich, weil ich bin vom Alter her, habe ich eh meine Bauten schon etwas näher ans Wasser gestellt. Mhm. Wenn du weitermachst, kannst du mit etwas Glück noch Tränen in meinen Augen feststellen. Na, schauen wir. Ja, na, heute zurück. Also, ich glaube, es gibt kaum Musiker dieser Generation, die nicht irgendwo von dir auch gefeatured worden sind, entweder durch Ö3 oder durch Spotlight oder, nächster Punkt, den wir ausgesucht haben, die große Chance. Zuerst als Präsentator natürlich in den 70ern und dann als Juror hast du ja noch einmal ein Comeback gefeiert bei dieser Sendung und da gibt es jetzt auch ein paar Impressionen und Glückwünsche. Eines meiner vielen, vielen Comebacks. Genau. Die Legende Peter Rapp. Ich habe mich natürlich gefreut, da bin ich zu Hause. Ich habe mich gefreut, nach Hause kommen zu dürfen. Also mach schon. War er süß? War er süß damals 1964? Nein. War er ein Süßer? War ich süß 1964? Oh ja. Oh ja, bitte. Ich weiß nicht, ob Sie sich an ihn erinnern können. In Hollabrunn kam ein junger Mann zu uns, Automechaniker Adi Meier. Wir haben uns damals geduzt, darf ich dabei bleiben? Klar. Naja, weil jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt heißt er Andy Borg
Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Also darf ich sagen, du borg. Na klar. Du borg mir 100 Schilling. Ja, jetzt das habe ich mir gerade vermeiden. Schön. Andi, hat dir die große Chance genützt? Wenn man den Applaus gehört hat, Dankeschön dafür, dann glaube ich, brauche ich gar nichts dazu sagen. Das Adios Amor ist für mich wie ein Märchen. Die große Chance war das Öffnen dieses Märchenbuches. Dankeschön dafür. Bitte erzähl mal, wie war das denn nach der großen Chance Hollabrunn? Also das Video von der großen Chance damals im September wurde nach Deutschland geschickt. Dort war der Kurt Fels mit einer Nummer, für die er einen Sänger gebraucht hat. Meine Stimme hat ihm gefallen und das ist daraus geworden. Es gibt eine Liste von den 52 verkauft, also bestverkauften Platten. 75. Was? 75. Ach so. 75 bestverkauften Platten. Da liegst du auf Platz 1. In welchen Ländern? In Deutschland, Belgien, Schweiz, Holland und Österreich. Mmh. Du auf Platz 1. Wer liegt hinter dir? Alle. Die anderen. Ja. Sehr geehrter Herr Rapp. Ja. Da ich schon. Sehr geehrter Herr Rapp. Das heißt, ich habe an dich geschrieben, um mich beim ORF zu bewerben. Da hast du aber schockiert. Es heißt Rapp. Das sind zwei harte P. Ach so. Na, ich hab's mit B geschrieben, hat auch zwei Bäuche. Ja. Da ich schon sehr viele Auftritte als Alleinunterhalter hatte und ich immer gut angekommen bin, möchte ich den Versuch wagen, an dem Musikerwettbewerb die große Chance mitzumachen. Ich schreibe an den Peter Rapp, um ich möchte gerne als Solosänger auftreten und mich selber an meiner Orgel begleiten. Orgel ist nichts Ordinäres, man nennt es heute Keyboard. Bitte teilen Sie mir mit, was ich unternehmen muss, um an der Ausscheidung, habe ich Ausscheidung geschrieben? Er hat Ausscheidung geschrieben. Um beim Casting am 18., 19. und 20. Juni teilnehmen zu können. Das Ganze 1981. Dann habe ich noch geschrieben, ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück. Und ich wiederhole jetzt noch einmal die Ansage aus der Zeit. Meine Damen und Herren, ein 21-jähriger Mechaniker aus Großweikersdorf bringt für Sie jetzt ein Lied, das der Peter Cornelius geschrieben hat. Hier ist Adolf Andreas Meyer. Träume, Trends und Clowns, die immer nur im Schatten stehen. Das Salz im Meer dieser Zeit, Lieder ohne Zahl und Bilder voller Fantasie, die Welt beherrmer ohne sie, die Träume, Träums und Klaus. Servus, Peter. Servus, Geburtstagskinderl. Also, jetzt darf ich endlich sagen, servus, Alter, wenn wir uns irgendwo wieder treffen. Hoffentlich. Bald. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum 40. Zweimal 40. Alter, 80, ha? Alles, alles Gute. Was soll ich da wünschen? Die drei wichtigsten Sachen. Gesund bleiben, gesund bleiben, gesund bleiben. Und für mich wünsche ich mir, vergiss mich nicht. Servus, Peter. Der Andi hat schon mit seinen ersten Auftritten gezeigt, dass er ein Talent hat zu moderieren. Gescheiter Bursch, Humor, gutes Aussehen, also der hat mir von Anfang an gefallen und der hat ja dann eine wirklich schöne Karriere gemacht. Schau mal ein bisschen in der Deko um, gleich hinter dir gibt es ein Foto, wo du vor dem Wurlitzer stehst. Auch es hätte eine Zeiten gegeben, da hätte ich mich umgedreht wie nichts. Vielleicht geht es hier leichter, da gibt es auch noch ein Foto, ein zweites und ein drittes, wo du mit dem Falco stehst. Und die erste Sendung war wirklich auch ganz was Tolles für den ORF, da waren wirklich Weltstars zu Gast. Schuld daran war das Wesentliche vom Charme vom Ernst Wolfram Mabo. Mhm. Der Mabo hat da rein noch Leute angerufen, wie den Falco, den Krankel, den Leonard Bernstein, Eddie Konstantin, ne? Das waren so seine Bekannten. Zeig mal ein paar Ausschnitte aus dieser ersten Sendung. Und zwar gibt es dann da auch noch was ganz Witziges, wo der Falco einem Anrufer eigentlich aufs Auge druckt, was er selber gerne sehen möchte. Ja, ja, der hat da nichts gekannt. Erster Wurlitzer. Herzlich willkommen, liebes Gala-Publikum hier am Königlberg. Aber darum geht es ja heute. Das ist da also, was immer Sie in den letzten Tagen und Wochen gehört haben. Dies ist also dieser rot-weiß-rote Wurlitzer. Das Aussehen hier ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Es soll uns in der Optik
beruhigend. Dahinter steckt unheimlich viel Technik. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber ich kann es ein bisschen erklären. Also da geht es mit Leitungen zu Bildplattenspielern und da gibt es Laserstrahlen und da gibt es Computertechnik. Und das kann ich alles nicht beeinflussen. Ich kann nur die Knopferl für Sie da drücken. Aber ich hoffe, dass das wirklich funktioniert. Es ist eine österreichische Unterhaltungsidee und es ist weltweit im Fernsehen das erste Mal der Fall, dass wir ein Programmangebot von über 100 verschiedenen Möglichkeiten anbieten können. Dann sagen Sie, welche Knöpfe gedrückt werden sollen. Und innerhalb von, ich kann dann mitzählen, 5 Sekunden, sollte also der entsprechende Beitrag kommen. Ich verspreche zwar, dass ich nie im Sturm bei einer Mannschaft spiele, würde dich aber bitten zu moderieren. Kommt das. Ja, sag's halt an, was so kommt. Ja, ich wähle jetzt für alle Kinder, die aufbleiben durften, auch für meine Kinder und für die großen Kinder und für ihn, weil ich weiß, ihm gefällt es auch. S3, Tom und Jerry, der kleine Elefant. ORF, Johann Hölzl, Falco. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Bichler spricht. Wer spricht? Bichler. Bichler, ist ein guter Name. Grüß Gott, Herr Bichler. Aus Enz. Und ich möchte gerne Sport. Er will Sport. Er will Sport. Welchen Sport? Na ja. Fußball. Fußball. An und für sich habe ich mir gewünscht, dass wir das WM-Türl vom Hansi Krankl reinnehmen. Wenn es dann nicht so gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, wir wollen das WM-Türl vom Hansi Krankl, aber wir machen es trotzdem für Sie, nachdem Sie sich ja das WM-Türl wünschen, glaube ich. Nein. Ne? Ja, oder? Das geht in Ordnung. Wünscht er sich das nicht? Ja, ist das okay? Ja. Okay, dann machen wir das. Moment. Herr Bichler, nicht lassen Sie ihn überrollen. Waren Sie wirklich mit dem Falco einer Meinung? Ja, das bin ich. Ja. Absolut, na schau her. Endlich okay. Einer, Peter. Gut. Okay. Herr Bichler, danke schön, auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. Lieber Falco, übernimmst du bitte F2 Österreich gegen die BRD, WM 1978. Ich bitte jetzt schon alle deutschen Urlauber um Entschuldigung, es ist ein altes Spiel. Herr Konstantin, wir haben Sie gestern Abend getroffen, eingeladen. Was machen Sie eigentlich in Wien, wenn ich fragen darf? I just came to say I love you. Bin hier geschäftlich. Ja, bin kein Geschäftsmann, aber ich produziere einen Film und wir haben den ganzen Tag gesprochen und Sie werden aber auch hier singen, richtig? Auftreten? Ja, das kommt. Moment. Ich bin ja, warte seit 1,5 Stunden, damit du mir rausschmeißt. Excuse me. No. Also dann sind wir raus in eine Bar. Die Bar heißt Eden Bar. Und nach ein oder zwei Wodka war ich sehr gut gelaunt. Und ich habe ein Mikro genommen und ich habe ein Lied gesungen, aber wunderbar gesungen. Das war so toll, ich war selber begeistert. Ich war froh, dass Sinatra war ja nicht da, sonst wäre ganz böse. Grüß Gott. Guten Abend. Sie sprechen sehr gut Deutsch? Ja, sehr gut. Gut. Soll ich Ihnen den Wurlitzer in irgendeiner Form erklären oder wollen Sie ihn einfach bedienen? Ich habe ein englisches Programm, was es hier alles gibt. Haben Sie bestimmte Favorite Pop Singers oder? Viele. Darf ich fragen, welchen? Ich habe schon diese Liste gesehen. Aha. Entschuldigung. Alle verlangen was lustig ist, wie der Herr Huber. Ja. Ich verlange etwas sehr Ernstes. Mhm. Zum Beispiel Michael Jackson, Thriller. Gut, den habe ich. Den habe ich. Ja? Welche Nummer drücke ich? D0. D mit oder ohne Brillen? Das ist D. Das ist sehr groß. D. And zero. Thank you very much, Leonard Bernstein, and really good luck. Ja. 10 Jahre ist er gelaufen, dann der Wurlitzer im Fernsehen. Der war ja eigentlich stinksauer, der Leonard Bernstein. Der hat nämlich vorher in der Maske gesehen, wie der Maxi Böhm
ihn parodiert hat. Mit großen Ohren. Und hat dabei Ohren gehabt wie ein Ohrwaschelkaktus. Und das hat dem Bernstein nicht wirklich gut gefallen. Und daher wollte er eigentlich nicht mehr ins Studio gehen. Der wollte abhauen vom Königelberg. Mhm. Ist bei der Maske raus und hat gefragt, wo der Ausgang ist. Und irgendeiner von unserer Leute hat gesagt, durch die Türe. Und der ist durch die Tür genau zu mir ins Studio eingegangen. Wir haben ihn fehlgeleitet. Gott sei Dank. Und wenn die Kamera ihn nicht von vorne gezeigt hat, hat er mir Gesichter gemacht. Böse Gesichter. Ich habe geschaut, dass ich immer ausgeglichen bleibe. Und dann also kam diese Geschichte mit dem Michael. Aber er ist dann zunehmend freundlicher geworden. Ich habe nur überhaupt nichts dafür können. Also der nächste Beitrag, der war gestern noch nicht fertig. Den habe ich gestern erst geschnitten, weil da haben sich ein paar Herrschaften noch gemeldet, die dir unbedingt gratulieren wollten. Ja, nennen wir es Grüße aus Wien, die Steirer haben wir schon dran gehabt. Bitteschön. Jahre Wiener Wahnsinn, aber noch viel besser. 80 Jahre Peter Rapp, die TV-Legende, hat Geburtstag. Lieber Peter, wir befinden uns gerade in unserem neuen Tonstudio, nehmen einen neuen Songs auf und planen ein paar neue Konzerte. Und wer darf nicht fehlen? Du. Du hast uns bei vielen, vielen, vielen Konzerten besucht, uns immer gut unterhalten und uns interessante und lustige Geschichten aus deinem Leben erzählt. Peter, wir wünschen dir alles, 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 denke ich, Gute zu deinem Geburtstag. Auf die nächsten Jahre wünscht dir dein Wiener Wahnsinn. Ich habe ihn immer für eine kalte Hundeschnauze gehalten. Viele, viele Jahre. Jetzt schon lange nimmer mehr. Und wie er dann aus der Tötungsstation in Ungarn einen Hund geholt hat, einen, glaube ich, 8-Jährigen, der leider letztes Jahr gestorben ist, den Fredo, da habe ich gemerkt, wie viel Liebe bei dem brach gelegen ist. Er hat jemanden gebracht. Er hat auch gesagt, das ist die erste Beziehung, die funktioniert. Aber ich finde, dass ein Mensch über so viele Jahre sich halten kann mit 7000 Sendungen über 61 Dienstjahre. Das heißt, bevor ein Mensch den Mond betreten hat, ist der schon im Schirm gewesen. Das ist unfassbar. Das R von ORF müsste eigentlich für Rapp stehen. Peter, bleib wie du bist, so lang wie es geht. Und scheiß da nichts. Hast oder du burst. Nur es gibt nichts Peinliches, für was ich verstößt. So wie ein Falscher fremd der Blitz in deiner alten Zelt. So wie ein Wiener, der im Buschen schon keine halbe bestellt. Ja, so wie ein deutscher Skitourist, der sich am Döllerlift gehört. So wie ein Landmut, der im Burg, der der Witze erzählt. Ich bin ein Saubauernsinger. Ja, gescheh der Prolet. Hab mir Talent im kleinen Finger, als jeder hab's dabei. Und der kleine dicke Wirk dringend mit auf den Weg. Geil muss klingen und sie singen, scheißegal, wer's versteht. Lieber Peter. Hallo Peter. Hier sind deine zwei unehelichen Kinder. Ja. Der Pauli und der Opel. Und wir wünschen dir alles Erdenklich Liebe zu deinem 80. Geburtstag. Du bist der leuchtende Fixstern an unserem Firmament der Menschlichkeit. Du bist der strahlende Leuchtturm im Nebel des Alltags. Und du, lieber Peter, du bist der Mann, der mit der Klinge der Weisheit uns durch das Dickicht der Erkenntnis schlägt. Peter, du bist der beste Mensch, den es gibt. Wir lieben dich. Wir sind dankbar, dass es dich gibt und du, lieber Peter, bist für immer unser Vorbild. Dankeschön. Alles, alles Liebe, alles toller Liebe. Mensch. Alles Gute zum Geburtstag. Erkennst du dich wieder? Ja, ja. Mischung aus Zombie und Knacki. Die haben mich damals nicht einmal angefragt. Ich habe gesagt, ich will da mitmachen. Ja. Bin dorthin. Dialektsmi war das, ist dieser Song aus 2018. Also du warst ja auch Erfinder von vielen Sendungen. Ich glaube, eine, auf die du besonders stolz warst, war Hoppala, weil das war gar nicht so leicht im ORF im Programmschema unterzubringen. Ja, also erfunden in dem Sinne. Ich saß in Stuttgart in einem Hotel und habe eine amerikanische Sendung gesehen, weil dort war der amerikanische Soldatensender, die hieß Bloopers. Eine Sendung, die also sich nur aus Nichtkopierer
zusammengesetzt hat. Jahrelang habe ich dann versucht, im ORF jemanden einzureden, dass das lustig ist. Und das hat mir keiner geglaubt. Ja, war aber ein Riesenerfolg und glaube, du hast da die höchsten Einschaltzahlen gehabt mit der Sendung. So, das war eine Zeit, es gab kein Internet, es gab keine privaten Kanäle. Und daher habe ich locker 1,3 Millionen Zuschauer gehabt. Das kannst du ja heute nicht mehr träumen. Mhm. Warum fallen die ganzen Malen da hinter dir her? Oh, wahrscheinlich wegen der Million. Wegen einer Million? Ja, die kann jeder beim Sporthilfe-Quiz gewinnen. Nur einmal die Brüder. Ja, die kann jeder beim Sporthilfe-Quiz gewinnen. Und zwar am 29. November dazwischen. Das und die erste Million können Sie bei der ersten. Nein, bei der zweiten. Das bin ich angesoffen oder was? Habe ich einen totalen Klopfer? Ja, trink ein bisschen was, dann wäre es vielleicht noch besser, weil wenn ich mehr besoffen. So, komm, es ist ja wurscht, jetzt komm. Die haben wir ja Zeit. Ja, wir sind jung. Okay. Warte, wir sind, am 29. soll es halt fertig sein, ja. Nicht? Das, wir haben ja Zeit. Ja, genau. Geht? Das und. Oh, die wünsche ich dir Vögel. Ich zeige Ihnen jetzt einen Golfspieler mit einem Gipsbein. Ich habe das schon einmal gemacht, da saß einer im Publikum, der hatte zwei Gipsbeine, der hat überhaupt nicht lachen können. Aber ich zeige Ihnen einen Golfspieler mit, würden Sie die Beine ein bisschen zurücknehmen, sonst Vorsicht. Golfspieler mit Gipsbein bei Loch 14, ist wurscht, man kann es auch bei 15 machen, aber okay. Also. Ich freue mich wirklich, dass Sie Zeit gehabt haben. Ich auch. Wahnsinn, wie fange ich mich denn jetzt wieder? Lassen Sie uns ernst werden. Warum? Sie kommen aus Frankreich? Ja, das ist ganz neu, sehr interessant. Sie haben ja außer diesen Winnetou-Filmen unglaublich viele Filme gedreht. Sie haben im Schatten von Eddie Constantin begonnen. Ja, das ist wahr. Das war lange her, in Frankreich. Ja, ja, ja. Und wie ging's denn dann weiter? Wissen Sie, ich bin ein Schauspieler. Ernst. Ich bin ein Schauspieler, der in Frankreich viele Filme gemacht hat, in Italien auch. Ja. Auch in Deutschland, wissen Sie, ja. Alemannia, ja. Oui. Ja. Und bin ich hier heute, um darüber zu sprechen. Es wäre fein, die Wachau zu erwähnen, Donauprinzessin, damit man ein bisschen auch in Deutschland weiß, wo man daheim sind. Wie wäre es mit ein paar Sängerknaben und Lipizzaner zum Treberstrahlen? Und muss ich die Moderation mit einer Geige und in Lederhosen machen oder darf ich so bleiben? Moment. Der Herr Sturm ist ja im Weg ins Studio. Moment, bitte. Er stürmt ins Studio? Ja. Peter, der Kollege aus Deutschland ist schon im Studio. Hinter dir. Ich glaube, langsam. Alter, so geht das nicht. Jesus, na! Jesus! Jetzt haben die mich. Na, ist nicht wahr! Wir haben gelitten mit dir, ja. Ja, Peter, das ist. Das ist das erste Mal seit 35 Jahren, dass ich gelegt worden bin. Meine Damen und Herren, Karl Dall. Hoppala,
kann ich nur sagen, man hat mich eingeflogen als... Wegen der Peinlichkeiten. Wir haben gesagt, wo ist einer, der wirklich peinlich ist? Und dann haben sie den Teil geholt. Ach nein. Du bist etwas in die Jahre gekommen, Peter Rapp. In deine oder in meine? Ja, überhaupt in die Jahre. Ich weiß jetzt nicht, bevor wir uns gegenseitig einschätzen, mach doch mal ein schönes Foto von uns beiden, zusammen 150, wobei ich der Jüngere bin. Ja. Ja. Bleibt aber mit der Kamera groß auf seinem Gesicht wegen Aktenzeichen XY, damit man dich... Ich finde das sehr nett, dass du Gesicht gesagt hast. Also, ja, da waren jetzt viele Erinnerungen dabei. Der Pierre Brice, Ada Kordel, ganz reizende Menschen. Das war ja genial. In der Sendung Hopperla haben sie dich für die versteckte Kamera hineingelegt. Einer, der ein paar Jährchen voraus ist und der viel mit dir gemacht hat, ist im nächsten Beitrag zu sehen. Jahrmarkt, wer A sagt, hat er mit dir gemacht. Und er ist auch schuld, dass ich wieder über mich hinauswachsen musste. Er hat nämlich von einem Musical mit dir geredet, wo es im ORF-Archiv sehr wenig Dvorak zu finden gab. Jawohl, da ist er. Ein hochbegabter Mensch. Wir haben ja so viel miteinander gemacht. Beispielsweise, wir haben auch außerhalb des ORF, das wurde dann zwar auch im ORF gezeigt, haben wir in der Stadthalle gemacht, Alibaba. Ein Musical war das. Mit großer Besetzung, ganz toll. Das ist der Alibaba, der Sohn des Abu Rabba. Ich lebe im städtchen Khorasan. Er ist der größte Dummian. Doch mag mich trotzdem jedermann. Weil niemand ihn wirklich böse sein kann. Ich nehm das Leben von der heiteren Seite, drum fällt mir alles nicht so schwer. Er singt ein Lied und lässt die anderen reden und alles wird fröhlich ringsumher. Ali Baba. Salam alaikum, kum. Lieber Peter, ich kenn dich ein bisschen durch die vielen Jahre. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, was man halt so wünscht. Das sind so blöde Sätze. Aber ich wünsche dir wirklich alles Gute und ich hoffe, du fühlst dich wohl. Und ich wünsche dir viele, viele Sendungen noch, die man dir machen lässt. Du meinst, ich brauche einen starken Abgang. Gut. Bevor das losgeht, möchte ich mich bei dem Team für 48 Sendungen bedanken. Beim ORF, der uns die Möglichkeit gegeben hat, 6 Jahre die Sendung zu machen. Und beim Publikum, das uns 6 Jahre lang die Treue gehalten hat. Berühmte letzte Worte. Kannst du schon was fragen? Jetzt die Frage. Gegen wen hat La an der Theia gespielt? Lilienfeld, Lustenau, Leoben. Lustenau haben wir in der Sendung gehabt, aber viele... Viele Orte, so wie auch Land, Ateia, eigentlich nicht, das ist der Fehler. Ah, die war nie dabei. Also der Genie von WA sagt, wo er der Dvorak? Der hat es erfunden, der hat es gestaltet, der hat die Fäden gezogen im Hintergrund, der war wirklich großartig. Wobei, also aus Alibaba habe ich eine nette Anekdote mit dem Dvorak. Er hat ja ohne Brille nicht gut gesehen. Und da gibt es die Szene, da läuft er zur Felswand, Dekoration, und spricht den Satz, wie heißt er?
Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Rennt zu einer Stelle, steht dort und Sesam, öffne dich. Passiert nichts. Schreit nur einmal, Sesam, öffne dich. Das war schon besser, weil er hat ja angenommen, dass unser Bühnenarbeiter noch in der Kantine ist und was trinkt und der Herr Sesam nicht öffnet. Tatsächlich, während er geschrien hat, Sesam, öffne dich, ist 5 Meter neben ihm die Wand aufgegangen. Oh. Und ich habe nicht, hab mir gedacht, wie sage ich ihm das, dass das da drin ist, nicht dort, wo er steht. Und sage es alle, was habt ihr, oh Herr? Da drüben ist die Wand. Der hat einen Lachanfall gekriegt, ist umgeklatscht und sagt, Sesam, öffne dich. Das war es dann auch. Der hat 100.000 Sendungen gehabt, als ich jung war. Das ist ein wunderbarer Entertainer und Fernsehmann einer anderen, einer älteren Generation. Der konnte ja auch singen. You can dance, you can dance. Every dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile. Every smile for the man who held your hand. Beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. To anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. La 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 la. Oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch ya? Oh, yeah. I will never, ever let you go. No, no, I love you so much. You can dance. Go and carry on until the night is gone and it's time to go. Time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Oh, my darling, save the last dance for me. Darling, save the last dance for me. Cha-cha-cha. So schön begann. Everybody, banam, 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 das kannst du, gell, das kannst du. Ich sah ein schönes Mädchen in dem ersten Autobus. Sie hat mir so gefallen, drum gab ich ihr nen Kuss. Doch es blieb nicht bei dem einen, das fiel mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, tanzen, küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe sie gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht. Das kann nicht sein, 80, wir kennen einander seit
35 Jahren. Du warst damals jünger, als ich jetzt bin. Aber insgesamt bist du beim Fernsehen seit 100 Jahren und im Varieté bist du schon vorher aufgetreten. Aber du siehst aus wie ein, naja, also weit entfernt von der Pension. Alles, alles erdenklich Gute zum 80er. Du bist, wie man so sagt, die eierlegende Wollmilchsau der TV-Unterhaltung und ein Musiker und ein großartiger Humorist. Peter, ich verehre dich. Schön, dass der Gernot so ein Talent zur Übertreibung hat. Sehe ich gern. Was hast du noch zu bieten, mein Guter? Du hast ja einige Chefs gehabt, nicht? Oh ja. Da gibt es wieder einen, der möchte dir gratulieren. Ja, Peter, kannst du dich noch erinnern? Wir haben wirklich viele Schlachten geschlagen gemeinsam. Jahrmarkt, die große Chance, eine Erfindung von mir damals für junge Talente. 5000 Leute haben sich bei der ersten Sendung gemeldet. Hast du irgendeine Vorbildung, Vorschulung für diesen Beruf? Na, meine 21 Jahre. Ja, ist und gut. Dann ein Jahr Reinhard-Seminar. Hat nicht geschadet, haben wir gesehen. Ja, ich hoffe nicht. Und ein bisschen getingelt. Und hast du irgendeine abgeschlossene... Nein, noch nicht. Ich hoffe, diesen Herbst die Diplomprüfung zu machen, also für Schauspiel. Pfeif aufs Diplom, geh arbeiten. Du bist so spitze. Alles Gute, Andreas. Und natürlich Champion, wo ich auch eine ganz lustige Geschichte mit dir erlebt habe. Drei Kandidatenpaare waren erschöpft von der ersten Runde und ich habe zu dir gesagt, du musst ein bisschen weiterreden, die liegen draußen im Sauerstoffzelt. Los! Du warst nicht nur der Moderator für alle Fälle, sondern du hast genau gewusst, was du zu welcher Zeit in welchen Rahmen zu sagen hast. Und das hat dich ausgezeichnet. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann gebührt Ihr Dank nicht mir, dann gebührt er meinen Eltern, die diesen Auftritt möglich gemacht haben. Und er gebührt dem Finanzministerium, das diesen Auftritt nötig gemacht hat. Und in diesem Sinn wünsche ich dir alles Gute zu deiner 80er und bleib gesund. Servus. Danke, mein Lieber. Freut mich, dass du mir so gratulieren konntest. Wir haben ja wirklich einiges gemeinsam geschlagen und gewonnen, der Dieter. So, was jetzt? Du bist ja auch ein hervorragender Boogie-Tänzer, haben wir mal in der Sendung schon festgehalten. Ich habe dazu die Bilder gefunden, da gab es ein Spezialspotlight, eine Boogie-Woogie-Session. Das war ja. Und du wirst es nicht glauben, der Mann, der damals, oder die Leute, die damals bei dir in der Sendung waren, haben für dich jetzt sogar einen eigenen Geburtstagsboogie komponiert. Das ist mir neu. Grüße aus Hamburg. Hallo Peter, wir gratulieren dir ganz herzlich zum Geburtstag und kaum zu glauben, dass es der 80. ist, wo wir uns doch erst seit den 70er Jahren kennen. Also, let's boogie woogie all night long und bleib gesund. Das ist eine gute Idee. Thank you.
also den Thorsten und den Axel, grüße ich besonders liebevoll, weil es gibt einiges, was uns verbindet. Und ich war immer ein Klavier-Boogie-Fan. Schön, dass sich der Axel die Zeit genommen hat für diese Aufnahme. Mhm. Danke, mein Lieber. Gehen wir zu einer anderen Erfolgssendung von dir. 1987 bis 91 hast du mit einer gewissen Caroline Reiber eine Sendung moderiert, die da hieß? Ali Rapp und die Reiber. Teleas. Den Gag hast du übrigens auch verbraten, wie der Rudi Carrell damals zu Gast war. Und ja, ich ja. habe da ein paar Sachen genommen. Es war ja auch der Pierre Pries war aus dieser Sendung. Dann gab es auch etwas ganz Besonderes, wo vier Krimikommissare in einer Sendung gemeinsam zu sehen waren. Die waren auch ordentlich angefressen. Die haben vorher zwei Stunden gewartet, warten müssen auf diesen Auftritt. Und dann Auftritt. Haben sie da zwei Satz sagen dürfen. Also bitteschön. Dann Rudi Carrell. Na, bitte nehmen Sie Platz. Entschuldigung, Sie sind Herr Rapp. Herr Rapp. Herr Carrell. Nachname? Peter. Ah, Vorname Peter, Nachname Rapp. Rapp. Sie sind der Aufnahmeleiter? Nein, ich mache hier die Interviews. Sie? Ich mache die Gespräche. Ah, ja. Ich würde gern mit Ihnen plaudern. Ja. Und nehmen wir Platz. Ja, okay. Sie sind grundsätzlich damit einverstanden, dass ich beginne? Nee, das wäre das erste Mal, dass ich mit meinem Rücken zum Publikum sitze. Und mit meinem Hintern habe ich noch nie eine müde Mark verdient. Darf ich da sitzen? Aha. Ja, danke schön. Ja, jetzt sehe ich. Und Sie sind der Mann von der Caroline Reiber? Nein, nein, aber es könnte mal passieren, dass wir dann verkauft werden in der Zeitung unter Alibaba und die Reiber. Also ich bin nicht der Mann von der Caroline Reiber. Aber ich... Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben die Kommissare hier, die sind wirklich alle auf einen Sprung vorbeigekommen. Der Siegfried Lowitz, der Rolf Schimpf, der Hans-Jörg Felmi und der Fritz Eckhardt, da sind sie. Guten Abend. Meine Herren, wir haben noch nie die Gelegenheit gehabt, in so geballter Ladung den Kommissaren zu danken für unzählige, spannende Fernsehabende, unterhaltende Fernsehabende. Und jeder der Herren, wer ist eine eigene Serie wert, wäre eine eigene Talkshow wert? Und ich habe immer nur zwei Fragen anzubieten. Wir haben es da drüben gehört. Ich nehme an, bei der Gabi stand gar nichts am Zettel, nicht wahr? Gut, gehen wir es mal durch. Köster. Und der Vorname? Das weiß ich nicht mehr so genau, so lange her. Ich glaube, Erwin oder so ähnlich. Stimmt auch, ich weiß es. Ja, Erwin. Schön, dass Sie das wissen. Ich darf mal weitergehen, Herr Schimpf. Bei Ihnen wäre der Rollenname? Der Rollenname. Der Rollenname? Ja. Wissen Sie nicht? Darf ich Ihnen helfen? Schauen Sie. Wenn Sie mal Ihr Gewissen erleichtern wollen, dann kommen Sie einfach dahin. Sie werden prompt bedient. Leo Kreis, Hauptkommissar, Kriminalpolizeidirektion München 1. Visitenkarte. Gedruckt. Darf ich Sie behalten? Ja, danke. Lieber Herr Eckhardt, ja. Der Rollname Oberinspektor Marek. Ja. Der Vorname? Josef oder Peppi. Josef oder Peppi. Na, Peppi ist echter. Und der verehrte Herr Fell mit, das ist Heinz Haferkamp. Richtig. Frage 1, wie hieß das Pferd von Winnetou? Voulez-vous pressant le Stopptaste? So, wer ist drauf? Also, Sie beginnen, Heidi. Inchi. Inchi, jawohl, ist ein genau. Punkt. Stimmt das? Ja, stimmt. Gut. Ja, stimmt. Er ist Franzose auch. Er ist auch Franzose. Ein Petit Cheval. Kleines Pferd. Kann ich, Cheval, spiel auch Roulette. So, Frage 2. Frage 2. Der Winnetou hat ein Gewehr, wie heißt das? Silberpfeil. Also, Stopptasten auf, weg von der Mercedes-Werbung. Wie ist das Pferd wirklich? Das Pferd? Ja, drücken Sie es. Pferd. Ja. Ah, nein. Die Büchse. Le Petit Français sur le Büchse. Wie heißt die Büchse? Silberbüchse. So, Frage 3. Ja. Wie heißt die Schwester von Winnetou?
Susanne. Nein. Fragisch. Was? Ja. Jawohl, und ja. Nicht Ho Chi Minh. Und Churchill. Völlig richtig. Ja. Aber wir waren 30 Sendungen lang Partner. Danke vielmals. Viel Glück weiterhin. Vielen Dank, Peter. Und wie sich's für eine Münchnerin gehört, was echt weiß-blau ist. Dankeschön. Auch ich darf Dankeschön sagen. Als du die auf Wiedersehen in irgendeiner anderen Sendung. Ja, bis jetzt haben alle im Bild gratuliert, aber unsere Sendungschefin hat, die Michaela Woske aus Deutschland, einen Brief mitgebracht, den ich dir hier überreichen kann. Bitte, man muss sich das anschauen. Das schaut aus wie die Caroline. Schön Schrift, par excellence. 2x40. Wunderbar. Trotzdem, ich liege vorn. Jetzt geht es rund und telegen weiter. Von Herzen meine besten Wünsche. Bleib gesund, glücklich, mit vielen inspirierenden Momenten und sonnigen Grüßen. Verbunden mit schönen Erinnerungen an unsere quotenstarken 5 Telejahre. Oh ja. Alles Gute, Caroline. Danke, Caroline. Pussy. Wie wir Wiener sagen. Kannst du mitnehmen, original. Das ist aber nett Schrift von dir, ist, danke. Die Schrift ist herrlich. Also ja, das ja. Sieht man sonst nur in irgendwelchen... Wie heißt das schön schreiben? Kalligraphie. Kalligraphie, genau. Römisch 1. Vielen Dank. Danke vielmals. Und jetzt haben wir wieder ein paar Freunde, die dir was mitzuteilen haben. Versteckt in deine Ohren. Früher, Sommer, Sturm, war's okay. Lass mich einmal los und aufgesehen. Lass mich einmal los und aufgesehen. Lieber Peter, wir die drei. Michael Korner, Alexander Clement und Herbert Frey wünschen dir als unseren langjährigen Freund von ganzem Herzen das Allerbeste zum Geburtstag! An sich sicher, meine Damen und Herren, ich möchte für euch kein Politiker werden. Stellt euch selber auf und habt's mich gern. Was ihr erwartet, egal ob Frau oder Mann, der darf gar keine Föller haben. Fährt nie zu schnell und raucht auch nix. Hat keine Affären, das ist fix. Spricht 7 Sprachen in Wort und Schrift. Fährt aus Klimaschutzgründen keinen Lift. Mit dem E-Bike düst er durch die Stadt, weil der Möller im Auto das so mag. Aber eins ist sicher, meine Damen und Herren, ich möchte für euch kein Politiker werden. Stellt euch selber auf und habt's mich gern. Lieber Peter, es war urklasse, wie du den Wienern wieder erklärt hast, wie die Müllabfuhr funktioniert, da bei uns in Wern. Und wenn sie im Fernsehen irgendwann nicht mehr gefreut, dann kannst du als alter Sänger gerne Mitglied werden bei der 48er Tandlerband. Dann bist du wieder im Spotlight. Happy Birthday! Heute zieht der geschupfte Pferdl frische Socken an, grünen Gelb geschleift, das ist so elegant. Schmiert mit feinster Brillantine seine Locken an, putzt die Schuhe nachher, hat er sie ins Korn. Weil beim Wimmer draußen in der Lerchenfeld ist Perfektion. Auf der Ecken trifft er dann die Mitzi, was da schickt, das beliebte Billabgirl aus Herrn Neuss. Ihre Kleidung ist wie seine ganz dezent und schick, sie hat beinahe echte Perlen um ein Neuss. Weil beim Wimmer draußen in der Lerchenfeld ist Perfektion. Hallo lieber Peter, da sind deine Riding Dudes da. Mika. Und der René. Wir wünschen dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Wir bedanken uns bei dir für die vielen schönen Momente mit dir gemeinsam auf der Bühne und hoffen noch auf viele weitere. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Happy Birthday! Ciao! I've been waiting such a long time looking out for you, but you're not here. Hi, Peter. Happy 21st birthday plus tax. Happy birthday, man. Have a great one, and here's to another 80 years. I'm Sean, if you remember Johnny Logan, your old friend. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Peter. Happy birthday to you. Yeah.
Ja, schon. Happy birthday, Peter. Ja, ist ein besonderes Ständchen. Der Mann ist ein Weltstar. 3 Song-Contest-Siege. 2 als Sänger, 1 als Komponist. Genau. Und mit dem bist du ja sehr befreundet. Also wenn der in Österreich ist, da gibt es immer ein Treffen. Das hat sich so ergeben im Laufe der Jahre. Ja. Langsam wuchs man zusammen. Ja. Ja, wir haben noch einen Herrn, der auch ein paar Jahre, ich glaube 5 Jahre älter ist als du. Das wird der Tola sein. Gewonnen. Hallo Peter. Gleich vorneweg, ich habe dir zu Ehren mein Fernsehtestbild Leiberl angezogen. Ja, kannst du es einstellen jetzt. Peter, gleich am Anfang, dass ich es vergiss, ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Nun habe ich natürlich mir schon überlegt, was erzähle ich da, was sage ich da, was sage ich dazu und bin draufgekommen, dass ich eigentlich an dich, dass du der Mensch bist, an den ich nur positive Erinnerungen habe. Ich meine, wir haben miteinander gearbeitet und da hast, wenn es Bröseln gegeben hat, dann waren sie immer freundschaftlich. Wir haben es wirklich geschafft, freundschaftliche Bröseln zu haben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, beim Gerhard Zeiler, da haben wir eine Veranstaltung gehabt, da solltest du, da war der Schluss dieser Veranstaltung, die du moderiert hast, dass du oben hängst, Zeiler stellt unten 10 Fragen, du musst 10 Antworten geben. Wir haben vorher eine Liste gehabt, ich habe dir die Liste gegeben, habe gesagt, Peter, bitte die 10 Fragen musst du auswendig lernen. Und ich bin ja nicht deppert. Ich war ganz schön geschafft, weil man gedacht hat, was wenn der da oben am Blödsinn redet und so, dann wird das nichts. Also gut, es kam so weit, du hängst da oben, Zeiler fängt an zu fragen und du antwortest wie ein Klöcker. Wunderbar, alles richtig, du hast alles gern. Aber Zeiler hat sehr langsam gefragt. So lang bis genau nach der 10. Frage und deiner 10. Antwort, platsch, bist du im Wasser gelegt. Eins muss ich schon sagen, bei all dem, was du gemacht hast und was du erlebt hast, trotzdem 80 Jahre alt zu werden, das ist schon bemerkenswert und eine Leistung, zu der man wirklich, wirklich von Herzen gratulieren muss. Und nur darum geht es mir eigentlich im Augenblick, Peter. Du bist einer der wichtigsten Menschen für mich, einer der nettesten, der freundlichsten, der liebsten Menschen. Und ich wünsche dir alles Gute. Das kann ich dem Tola nur zurückgeben. Der ist vom Beruf her eine meiner großen Lieben gewesen. Ich habe mit ihm immer so, und wir haben uns so blind verstanden. Schade, dass wir nichts mehr zusammen machen. Ich wünsche ihm auch noch ein langes Leben. In einer Geburtstagssendung über dich muss man natürlich auch über deinen Bart reden. Ich habe jetzt einmal nachgeschaut, weil ich möchte. Ich möchte nämlich was wissen. Also dieses Bartmodell nennt sich Henri Cartes. Das ist der Bart der Könige. Wie bist der Klobrillenbart. Das hast du gesagt. Ich wollte es elegant formulieren. Ja, nein, das ist die. Wie bist du auf dieses Modell gekommen? Du hast ja nur einen Schnauzer oder Ernst Friedwart. Das hat sich so ergeben. Und damals hat, ich glaube, da war ich 16 und ich kam aus der Türkei zurück und hatte einen Bartwuchs. Und der war da eher auf der Seite, als ob man die Motten reingekommen sind. Mhm. Während da war er dichter. Na, dann habe ich den stehen lassen und den da wegrasiert. Tja, ist aber dein Markenzeichen geworden und zweimal ist er gefallen und das hat ziemlich Wellen geschlagen, vor allem beim zweiten Mal. Ne? Ja, und das hat mir Spaß gemacht. Und und diese Bartgeschichten, die habe ich eingebaut in das Interview, in den Beitrag mit deinen nächsten Grandoranten. 3 Herrschaften, die du auch sehr gut kennen wirst. Bitte sehr. Lieber Peter, du bist für mich der ewige Mr. Spotlight. Dein Beitrag für die österreichische, aber auch für die internationale Musikszene der 60er und 70er ist einfach unbeschreiblich. Das müssen die Menschen wissen. Die Menschen müssen auch wissen, diese Rasur in Barcelona. Du hast die von einem geheiligten Rasen, da darf niemand aufhören. Von Camp Nou? Von Camp Nou, also gesessen auf der Mittelauflage. Echt? In einem alten Friseursessel und über diesen schieren Bart, den er immer hat. Ich weiß nicht, was er noch das hält. Aber dann war er. Wie er weg war, war er wieder James Bond. Also es war wunderschön. Wunderschön ist kein Ausdruck, es ist. Unbeschreiblich. Er war glatt, das war Wahnsinn, er hat ausgeschaut. Viel jünger, nicht? Er hat viel. Wie ein Adonis. Geschmackiger und alles, das war ein Wahnsinn. Wie ein hombre catalan. Naja, da man nicht übertreiben, aber jetzt hat er wieder den Bart und das ist mit dem Bart. Der klärt zu werden. Peterl,
Da müssen wir sich was einfallen lassen. Ich soll mit einem Zuschauer sprechen, der mich anrufen will, weil irgendwas an mir verändert ist? Ja, bitte. Auf welches Telefon legt es denn? Also ich muss das Telefon suchen. Ja, ich komme. Das begreife ich nicht. Millionen Männer rasieren sich täglich. Ich habe es heute gemacht. Na und? In aller Kürze, Peter, wir lieben dich. Alles Gute zum 80er. Alles Gute. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Now don't you know your grandpa's style? See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. Farewell, so long, goodbye. Fünf Jahre her. Kann ich nur sagen, herzlichen Dank, Monty Python und Hans Krankl. Dem Hans wünsche ich noch viele erfolgreiche Auftritte mit Monty Python. Vor allem seine Schlagersendungen sind ja legendär. Also die Konzertabende. Immer ausverkauft und immer ein Erlebnis. Ich habe bewusst dieses Lied gewählt, weil du bei diesem Konzert auch erwähnt hast, dass du zwei Musiker ganz besonders verehrt hast. Bill Haley und Fats Domino. Genau, und die waren bei dir im Spotlight, beide. Anfang 1977, als das TV-Theater im ORF-Zentrum eröffnet worden ja. ist. Und ich habe gedacht, vielleicht macht es dir Freude, aus diesen Sendungen ein paar Ausschnitte zu sehen. Auf jeden Fall. We'll get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Haben Sie jemals aufgehört zu spielen? Kann man von einer ersten und einer zweiten Karriere sprechen oder ist es eigentlich durchgegangen? Did you ever stop with your music or did it really get through? No, no, Peter, thank goodness. We've always had enough interest worldwide because there were times, of course, when the popularity would drop in the United States, for instance, but it would be big in Europe and in England and then South America or maybe in Australia or... the Far East, but we've always been active all through the years. Also wir waren eigentlich immer aktiv, auch wenn wir vielleicht in anderen Kontinenten unterwegs gewesen sind und das Publikum allmählich etwas älter geworden ist, aber wir sind immer aktiv gewesen in der ganzen Zeit. 1 thing. This is a fortune what you're wearing on your fingers, your rings, your ears. Can you tell us how much? No. But it's really a fortune you're wearing around with you, and you're never scared that you have any problems no. with your jewels. You think no evil and you fear no evil. Ah, hat also niemals Angst. Aber ich habe noch nie so ein Vermögen direkt vor mir gesehen. It's just great. And the people here are responsible.
Ja. Das heißt, die Leute, die jetzt zusehen und die seine Fans sind, die sind dafür verantwortlich für alles, was er hat und alles, was er besitzt. Und dafür möchte er Dankeschön sagen. Inklusive seiner Tochter hatten wir alle Angst, er wäre bei Katrina ums Leben gekommen. Bis eine Nachrichtensendung gezeigt hat, wie der Fats Domino aus dem oberen Geschoss seines Hauses in ein Boot klettert. Und so hat auch seine Tochter erfahren, dass er gerettet wurde. Er hat aber alles verloren, was in dem Haus war. Die Klunker haben den Hurricane nicht überlebt. Alles hat er verloren, alles. Und ist dann zu einem Sportler gezogen, der ein Freund von ihm war. Aber wir wollten ihn ja nochmal nach Österreich holen, er war ja oft hier. Er hat sich dann geweigert, noch einmal das Land zu verlassen. Also er ist, er kam aber das waren doch schöne Erinnerungen und glaube ich, ganz großartig. Tolle Erlebnisse auch für dich in den 10 Jahren Spotlight. Witzig immer, wenn er bei den Schlussakkorden das Klavier mit dem Unterkörper aus dem Studio gesessen hat. Wir biegen langsam in die Zielgerade. Du warst ja meistens der Herr im Studio, der Moderator. Aber gelegentlich warst du auch Gast. Ja. Und zwar bei ganz Großen. Aha. In den ganz großen Shows. Also ich habe da jetzt einige Sachen herausgepickt. Bei Dali Dali, beim Hans Rosenthal, warst du 3-mal Kandidat. Und habe 3-mal gewonnen. Gratuliere. Bei Wetten, das warst du 2-mal Außenmoderator? Ich kann mich nur an einmal erinnern. Einmal beim Gottschalk und einmal beim Lippert. Ah, wirklich? Ja, 2-mal. Das habe ich vergessen. Na, siehst du auch gleich wieder. Ja. Und dann natürlich bei Peter dem Großen. Ne? Peter Alexander Show als der Herr Nebel. Als Wettermacher. Bei einem warst du nie zu Gast. Wieso? Eigentlich nicht. Er war doch ein großes Vorbild von dir. Der Kuhlenkampf, der Hans-Joachim. Das hat sich nicht so ergeben. Aber der Kuhlenkampf hat einmal, als unsere Redaktion ihn als Moderator für eine Sendung haben wollte, zu verstehen gegeben, dass er mich kennt. Er hat gesagt, wozu braucht ihr mich? Ihr habt doch den Peter Rapp. Und das ist wie ein Ehrennadel. Also, und recht hat er. Dafür hast du dir seinen Butler dann einmal in eine deiner Shows geholt. Herrn Jente. Okay, hier Martin. Peter Rapp mit den großen Shows. Ja. Als wir vorhin uns ein bisschen vor der Sendung unterhielten, hat er einen Trick mit einem Bierglas gemacht. Jetzt habe ich gesagt, das machen wir in der Sendung. Monika hat das Bier gebracht. Ja, ich gehe auch ein bisschen weg. Ich unterhalte damit also seit Jahren bei jedem Bierstammtisch, die dort zusehen. Und bis jetzt ist noch nie was schiefgegangen. In Live-Sendungen zittern, bleiben Sie ruhig hier. Und zwar nimmt man das Glas so, dreht es einmal um. Wissen Sie, was ich noch nie probiert habe, das mache ich heute zum ersten Mal. Zurück. Oh, sehr gut, es ist gelungen, aber nur wollen wir es nicht mehr probieren. Dalli, Dalli. Zwei Uhr. Noch 5, 3, 2, 1. Aus. Sehr gut. Ich muss das hier zeigen. Sie sind der Meinung, das war's. Okay, ich gehe auf Startposition.
Peter Werner ist es auch. Hier ist das Startkommando. Top, die Wette gilt. Sollten wir die letzten Meter den Peter noch anfeuern? Vielleicht so die letzten Meter, wenn es dann spannend wird. Er hat ja noch Zeit. Vielleicht können wir jetzt schon mal ein bisschen anfeuern hier aus dem Saal. Die hören das. Und? Boah, ist das spannend. Ich kenne alle ihre zu Herzen gehenden Lieder. Wirklich? Kleine Kneippkur. Dann der letzte Wälzer. Ne? Sehen Sie, und ich kann die romantische Wirkung ihrer Lieder kann ich verstärken. Da kriegen Sie im Vordergrund ein kleines Islandtief. Im Hintergrund lasse ich Ihr Azorenloch heuchen. Azoren hoch leuchten. Verschwinden Sie mit Ihrem Gebläse. Womit? Sagen Sie das noch einmal. Gebläse. Sind Sie nicht in der falschen Sendung? Was machen Sie denn hier? Ja, ich bin mal sehr gern nach Wien gekommen. Schon um zu sehen, was Sie hier so treiben und wie Sie das alles hier so machen. Und gefällt es Ihnen? Recht gut. Mhm. Es ist schon sehr viel Schönes dran, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Danke Ihnen. Ich habe Ihnen auch etwas mitgebracht. Ja? Die Originalkleidung von Herrn Kuhlenkamp. Für mich? Die Original? Sie gestatten. Oh. Ha, man spürt's. Aha. Da passt er immer auf. Mikros, ja. So. Aha. Herr Martin, warum sehen Sie mich so an? Na, ich habe mir schon so etwas Ähnliches gedacht. Dass das alles nämlich für Sie eine Nummer zu groß ist. Habe ich geschrieben, den Text. Gut geschrieben. Also du hast dich selbst geschrieben. Habe ich selber geschrieben, aber ich habe mich mit dem gut verstanden. Naja, das war so ein kleiner Überblick jetzt über dein Schaffen. Also klein ist gut. 117 Ausschnitte waren es, zusammengepresst in 21 Beiträge. Danke für die Arbeit, die du dir gemacht hast. Mit, du, war mir eine Riesenfreude. Mit der Mannschaft. Nicht? Peter, auch dir danke für mal 17 Sendungen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder mal gesund und munter bei einer anderen Gelegenheit oder anderen Sendung wieder. Das Privatleben habe ich bewusst ausgespart von dir. Ich weiß, du redest nicht sehr gerne drüber, aber ich habe noch etwas gefunden aus dem Jahr 2016. Da hat es in Österreich nämlich keinen Bundespräsidenten gegeben. Nationalfeiertag. Fischer war es nicht mehr, Van der Bellen noch nicht. Und da hat Ö3 eingeladen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die eine Rede halten sollten, was sie denn so an die Nation zu sagen haben. Und ich finde es sehr bemerkenswert, was du als einstiges Jugendidol von Spotlight der heutigen Jugend zu sagen hattest. Und das würde ich gerne ans Ende der Sendung stellen. Danke dir. Danke fürs Zuschauen. Danke für gute Gedanken, für alles Liebe. Danke für die Arbeit, die ihr euch gemacht habt. Alles Liebe noch. Und tschüss. Euer Bundespräsident. Ich tue mir leicht, auf Österreich stolz zu sein, weil ich schon ein bisschen länger da bin als die anderen. Und ich habe meine Kindheit zwischen Ruinen und Schutthalden verbracht. Ich habe an jeder Straßenecke die Folge des Krieges gesehen. Menschen, die Arme oder Beine verloren hatten, schwere Verletzungen hatten. Ich habe am Ostbahnhof, das habe ich in der Wochenschau gesehen, Frauen gesehen, die haben Schilder aus Pappe in der Hand gehalten. Da waren die Namen ihrer Söhne, ihrer Ehemänner und ihrer Väter drauf und sie haben gehofft, dass die heimkehren. Viele sind nicht gekommen. Diese Frauen und diese Heimkehrer, unsere Eltern und Großeltern, haben dieses Land wieder aufgebaut, so dass es heute in Europa als eines der schönsten gilt und aufgrund unserer Natur- und Kulturschätze vielleicht als eines der schönsten in der Welt.
deshalb sage ich, lasst euch das nicht kaputt machen, lasst euch nicht verhetzen, lasst euch nicht in Lager teilen. Das hatten wir schon mal, dann haben die Menschen in Österreich aufeinander geschossen. Wäre ich ein Präsident, der ich niemals sein möchte, würde ich Regierung und Parlament bitten, mehr für die Jugend zu machen, ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen, ihnen Arbeitsplätze zu besorgen, ihnen eine Zukunft zu schenken. Ich verstehe nichts von Volkswirtschaft und schon gar nicht von Politik. Aber jedes Mal, wenn hier ein Betrieb zusperrt, jedes Mal, wenn ein Gastwirt entnervt sein Geschirrtuch über die verhasste Registrierkasse wirft, werden Menschen arbeitslos. Das sind Menschen, deren Lohnsteuer nicht mehr bezahlt wird, von denen ja auch Beamten- und Politikergehälter bezahlt werden. Das sind Menschen, die ihre Kaufkraft verlieren. Schlimmer noch, sie müssen vom Staat erhalten werden. 1945 zu Weihnachten, da war ich 2, also habe ich die Ansprache nicht selber im Radio gehört, aber später hat der Leopold Fiegel gesagt, glaubt an dieses Österreich. Das tue ich heute noch, aber ich bitte die Politiker, hört damit auf, euch gegenseitig zu bekämpfen, zu beschimpfen, klein zu machen. Fangt mit dem an, wofür wir euch gewählt haben. Arbeitet für uns. Schon einmal hat ein Satz eine gewaltige Mauer zum Einsturz gebracht. Das war der Satz, wir sind das Volk. Der 26. Oktober 1955 war der Tag, an dem im Parlament beschlossen wurde, ein Gesetz, dass Österreich sich zur immerwährenden Neutralität verpflichtet. Das sollte ein Beitrag für den Frieden in der Welt sein. Erklären Sie Ihren Kindern, warum Sie am 26. Oktober schulfrei haben. Sagen Sie ihnen, warum Sie stolz sein sollen auf dieses Land. Millionen von Touristen kommen Jahr für Jahr, weil sie Österreich für eine Art Disneyland halten. Also für ein Land, in dem Träume verwirklicht wurden. Ich ende mit einem Satz, den noch kein Präsident gesagt hat, aber der zu mir passt und der zu diesem Sender passt. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, let's rock and roll!